Wollen wir Rolls essen? Ha? Hast du Bock? Hier, guck mal, was er gerade isst. Ha? Sellerie, Apio. Und dabei haben wir Eis. Komm, lass uns Eis essen. Komm, vamos, vamos. Essa es para ti. So, Rolls. Was? Ich kriege den. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gut? Wow, diese Schokoladencreme. Die Chilenen wissen, wie man etwas richtig macht. Keine Ahnung. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwas esst oder haben wollt, dann ist da noch so ein bisschen Schokolade drin oder so. Na hier, das ist einfach, das hier ist einfach Schokolade. Also. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das lecker. Das ist so eine Kugel. Ich zeige euch das mal von nah. Ja, so sieht das Ganze von nah aus. Also, sieht lecker aus. Bresler, ich glaube, es ist sogar eine deutsche Marke, Bresler. Langnese, oder? Ich glaube, ich habe das mal gelesen und dann wurde das halt aufgekauft von Nestle oder so. Ja, ist auch nicht so wichtig. Rolls, ja. Diese Symbole, die könnt ihr schon lesen. Alto in Azucar, hoch in Zucker und hier natürlich in Fett. Und ja, Eis mit einer Hand aufzukriegen ist nicht so einfach. Aber es sieht einfach mega geil aus. Ja, das werde ich jetzt gleich mit meinem Sohn mal testen. Mal gucken, wie es wird. Also Rolls ist so ein, ja, so eine typische Praline, die man, ich weiß nicht, ob sie typisch chilenisch ist, müsste ich ja mal meine Frau fragen. Also keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Das Wort Krokante, ich mag kein Krokant, ehrlich gesagt. Aber diese Dinger schmecken nicht nach Krokant. Deswegen glaube ich, dass das diese typischen Rolls sind, die sind wie Knickknacks. Ein bisschen, aber ohne Nuss, nur irgendwie so knusprig, lecker. Keine Ahnung, das ist mega geil. So, kommen wir zur Verkostung. So, so sieht er von innen aus. Warte. Ja, aber wir müssen ein bisschen was für Mama lassen. Mir fehlen die Worte. Also ich bin ja Schokoladeneis-Fan. Hier oben ist noch Schokoladencreme. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos, wie lecker. Das ist schokoladig, wie cremig. Und dann diese Perlen zwischendurch. Das hier? Das beste Eis. Ab jetzt ja. Also mein Lieblingseis war immer Ben & Jerry's Salty Brownie Caramel. Ich glaube, es ist immer noch das beste Eis für mich. Aber leider kann ich es nicht hier kaufen in Chile. Traurig. Kann mir das jemand schicken per Express. Aber das hier ist bis jetzt das beste chilenische Eis, was wir jetzt haben. Mmh. 10 von 10 Punkten. Es ist nicht zu süß, es ist perfekt Schokolade, es ist perfekt cremig. Ja? Und du willst gar nicht mehr, oder? Namas? Ja? Ich glaube, er mag es auch. Un poquito Spider-Man. Gib mal Spider-Man un poquito. Okay? Mach mal Spider-Man. Barbie? Barbie soll auch was essen? Un poquito un cuchara? Normalerweise gibt er gerne was. Außerdem können wir nicht den ganzen Top essen. Ich hatte ein bisschen Angst in diesen Krokanten-Tee. Aber diese Kugeln, die hier drin sind, die sind so lecker. Da ist nur die Schokolade so drin. Und ja, für euch müsste das echt komisch sein. Wir essen Eis. Es ist super heiß. Also ich bin draußen. 32 Grad. Und das Eis schmeckt noch besser. So. Der letzte Löffel geht für euch. Ciao. Jawohl, danke. Auf Wiedersehen.